Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, jede Anfrage sagt nicht nur etwas über den Untersuchungsgegenstand aus, sondern auch etwas über den Fragesteller. Und bei der Anfrage der Grünen zur Kernkraft ist dies offensichtlich. Das beginnt gleich schon mit der Vorbemerkung zur Anfrage. Dort heißt es unter anderem, Zitat, diese Anlagen vergrößern die Herausforderung für Nachfolgegenerationen mit jedem Tag, an dem sie in Betrieb sind und sollten im Sinne eines konsequenten Atomausstiegs geschlossen werden. Zitat Ende. Keine Anfrage, kein Antrag, kein Gesetzeswurf der Grünen kommt ohne den Aufbau eines Schreckensszenarios auf. Das ist halt ihre Masche, um die Bürger in unserem Land mit Pseudomoral und Schuldgefühlen auf ihre ideologische Transformation der Gesellschaft einschwören zu wollen. Und ihre Logik, ja, da lachen sie. Ihre Logik ist halt infantil einfach. Ich verstehe das ja auch bei ihrem Bildungsgrad. Physik konnte ich nie, Kernkraft verstehe ich nicht, Kernkraft ist böse. Wer so ideologisch denkt, der kann und muss auch gleich alle, und jetzt wird es nämlich kritisch, da sollten Sie nicht lachen, muss auch alle gleich alle radiologischen Praxen und Radiotherapien in Deutschland beenden. Dabei benötigt man nämlich zwingend Kenntnisse von radiologischen Zerfallsprozessen und Radiopharmaka. Und jeder, der in NRW an Schilddrüsenkrebs erkrankt ist, der muss nach ihrer Ideologie halt, ist er halt im Tod geweiht. Ein Kollateralschaden im Sinne ihres giftgrünen Ganzen. Und was grüne Ideologen dabei auszeichnet, ist ihr vollkommen mangelhaftes Technikverständnis. Sie können Ängste schüren, emotionalisieren und vielleicht für das Klima hüpfen, aber wie ein Kernkraftwerk aufgebaut ist und wie ein radioaktiver Zerfall funktioniert, kann von Ihnen kein einziger erklären. Und wenn ich dann eben, ja, jetzt brauchen Sie nicht schimpfen, wenn ich jetzt eben Frau Brems höre, die eben tatsächlich behauptet, dass abgereichertes Uran einfach vergammeln würde unter der freien Wiese. Da haben Sie wirklich in Chemie und Physik nicht aufgepasst. Das ist ein Gemisch aus verschiedenen Metallisotopen. Das vergammelt nicht. Das ist nicht irgendwie Biomüll oder so. Das ist ein Metall. Das sind verschiedene Metalle. Aber gut, das verwundert bei Ihrer der beruflichen Qualifikation Ihrer Fraktion nun auch wenig. Die beschränkt sich ja meistens auf den Abbruch irgendeines Studiums der Geschwätzwissenschaften. Und nur Sie schaffen es dann auch bei den meisten Ihrer Fraktion, Frau Brems. Ja, bei den allermeisten Ihrer Fraktion. Schauen Sie mal in der Vita nach. Und nur Sie schaffen es nämlich mit Ihrer Anfrage, die Halbinsel Krim in Beziehung mit abgereichertem deutschen Uranhexafluorid zu setzen. Sie sorgen sich dafür, dass Russland deutsches abgereichertes Uranhexafluorid für militärische Zwecke nutzen könnte. Also deswegen muss bei uns natürlich dann alles geschlossen werden. Und falls Sie es aber noch nicht wissen, Russland ist eines der führendsten Länder im Bereich der Kerntechnik. Die haben genug abgereichertes Uran und sie haben auch vor allem genügend Natururan. Abgereichertes Uran hat viel weniger U-235 als Natururan. Es ist überhaupt nicht spaltfähig und es ist aufgrund der hohen Dichte lediglich als Wuchtmunition einsetzbar. Aber das muss man nicht wissen, wenn man von Physik keine Ahnung hat. Und diese große Anfrage ist wirklich der Tunnelblick auf eine zukunftsweisende Technologie. Sie stellt keine Frage über die Versorgungssicherheit bei medizinischen Radioisotopen, die nach wie vor nur gerade so gedeckt werden kann. Keine Frage, welche Vorteile Kernkraftwerke für die Versorgung mit elektrischem Strom haben. Keine Frage, und das ist doch Ihr Thema, über die kostengünstige Herstellung von synthetischen Kraftstoffen durch die Prozesswärme bei Hochtemperaturreaktoren. Nein, es ist lediglich eine Anfrage zur Zerstörung der restlichen kerntechnischen Kompetenzen. Und ganz unterschwellig wird für die eigene Klientel, die militanten Atomkraftgegner, gefragt, wie radioaktive Abfälle an den verschiedenen Standorten gegen Einwirkungen Dritter gesichert sind. Gut, dass hier die Landesregierung nicht geantwortet hat, wie die einzelnen Sicherheitsmaßnahmen von ihrer Anhängerschaft umgangen werden können. Und meine Damen und Herren, vor 30 Jahren waren wir noch eines der führenden Länder im Bereich der Kerntechnik. Dank Ihnen sind wir auf dem Weg zum Entwicklungsland. Doch Sie können zwar hier Bücher verbrennen oder die kernphysikalischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen und Deutschland schließen, doch den globalen wissenschaftlichen Fortschritt, den können Sie nicht verhindern. Und jetzt ist es eben angesprochen worden, die Kuchenhaufen-Technologie, die in Jülich entwickelt wurde, die in THTR Hamm-Üntrop realisiert wurde. Diese Technologie, die Sie kaputt gemacht haben in Deutschland, die Chinesen haben diese weiterentwickelt. Und sie erst vor kurzem ging in China ein weiterentwickelter Hochtemperatur-Kugelhaufenreaktor
ging er so an den Staat, ist kritisch geworden, da fanden die ersten Spaltungen statt. Sie können unser Land in Angst und Dystopie versetzen, doch das wird die Zukunft nicht ändern. Und die liegt nicht in mittelalterlichen Windrädern, die liegt in der Weiterentwicklung der Kerntechnologie. Dankeschön.